Ich habe nun Frau Kretschmann hier als nächsten Gast am Tisch sitzen. Und Frau Kretschmann hat uns diese kleine Uhr mitgebracht. Frau Kretschmann, wo haben Sie die denn her? Diese kleine Uhr habe ich von einer ehemaligen, leider inzwischen verstorbenen Nachbarin geschenkt bekommen. Es ist, glaube ich, ein Wecker, der leider nicht mehr funktioniert. Genau. Aber Sie wissen nicht, von wann die ist? Nein. Und wie sie funktioniert, das wollen wir ja auch noch mal nachgucken. Es ist ein Wecker von der Firma Agul aus Lenzkirch, um 1900 ist er. Und diese Firma Agul kennt an sich kaum einer. Lenzkirch ist hier der Begriff unter den Uhrensammlern. Lenzkirch sagt jeder. Lenzkirch war eines der bedeutendsten Uhrenfabriken im Schwarzwald. Und dieser Wecker ist natürlich hochinteressant in seinem Holzgehäuse mit den Messingapplikationen. Man sieht hier schon diese Figuren, diese Köpfe. Es geht schon in den Jugendstil rein. Das sind ja Jugendstilköpfe. Auch hier oben der Griff ist sehr schön gemacht. Und das sagt uns, dass diese Uhr etwa um 1900 hergestellt ist. Ich habe es ganz genau gefunden, sie ist genau um 1900, denn sie hat eine Nummer hinten drin. Da habe ich ja schon mal reingeguckt, warum sie nicht geht. Und da ist eine Nummer drin, ich habe mir die aufgeschrieben. Das wird vielleicht die Sammler interessieren, die diese Uhren sammeln. Das ist die 99 0523. Und dann kann man genau sehen, welche Uhr und wann die hergestellt ist und wie die dann, wann die fabriziert wurde. Dass es ein Wecker ist, das haben Sie schon rausgefunden. Das wurde mir erzählt. Genau, das ist nämlich hier, wäre nämlich diese Weckeinstellung gewesen. Hören Sie? Mhm. Da tickt das weiter und da ist ein Pfeil. Da steht das dran, in dieser Richtung die Weckeinstellung machen. Leider ist hier ein weiterer Zeiger ja gewesen, der war verlängert und dann konnte man das genau sehen. Man kann das jetzt aber noch machen und kann die Weckzeit einstellen. Allerdings habe ich festgestellt, warum sie nicht weckt, weil, muss ich mal eben gucken, hier was fehlt. Und das ist eine kleine Glocke, die ist so rund, eine Rundglocke, die wird hier aufgeschraubt. Und dann haut ein kleines Hämmerchen, was hier zu sehen ist, auf diese Glocke. Mhm. Das Federwerk, habe ich auch überprüft, ist ja in Ordnung. Ich habe schon probiert. Und sie läuft. Und warum sie nicht läuft bei Ihnen, das kann ich Ihnen auch sagen. Sie müsste nämlich laufen, wenn sie genug Öl hat. Denn so eine Uhr braucht ja keine Batterien, das gab es ja noch nicht. Die können ja nicht leer sein. Solange die Federwerke heil sind, läuft so eine mechanische Uhr immer. Aber diese ist ein bisschen komplizierter gemacht. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich zeige das in der Kamera. So, so etwa, dass das Licht reinfällt. Ich glaube, das geht so. Und da sieht man, ich muss ihn ein bisschen wackeln, da wackelt immer was hin und her. Und das ist eine Pendeluhr. Man kennt ja einen Regulator, der ein Pendel hat. Und wenn Sie den an der Wand haben und der hängt ein bisschen schief, entweder läuft oder läuft nicht, muss man nämlich ganz genau auswiegen. Und deswegen kann man nämlich hier die kleinen Beinchen verdrehen, die lassen sich raus und rausschneiden, damit man die, wo man die hingestellt hat, wenn der Schrank nicht in der Ebene ist, wieder ausgleichen kann und dann läuft sie. Ich habe schon mal ein bisschen Öl rangemacht, das heißt, jetzt, weil ich vorher schon aufgemacht habe. Die ist nicht defekt, Federwerk ist einwandfrei und das sorgt ja auch wieder für die Qualität dieser Lenzkirchuhren. Ja, der Wecker kann natürlich nicht gehen, der würde gehen, wenn wir da eine Glocke haben. Diese Glocke und so einen Zeiger, den würde man beim Uhrmacher sich bestimmt bestellen können, der einen das auch wieder reinmontiert. Und dann wäre das eine super schöne Uhr. Am Gehäuse ist ja auch noch nichts gemacht worden, sehe ich ja. Das ist Buche, Holzwurmlöcher sind drin. Finde ich an sich ganz amüsant, weil das ja für das Alter zeugt, dass sie wirklich alt ist. Sollte man ruhig dran lassen, der Holzwurm wohnt da sowieso nicht mehr drin. Der ist schon längst ausgezogen. Das Wecken ist nicht so wichtig, aber dass sie geht.
Ja, und würde die Uhr jetzt wieder gehen und würde der Holzwurm da noch drin sein, der Holzwurm würde es gar nicht verkraften, dieses dauernde Ticken. Das würde ihn nämlich auf den Nerven gehen. Der geht lieber auf den Boden, wo ganz ruhig ist und kein Mensch ihn stört. Das heißt, sie ist schon länger nicht mehr richtig gelaufen. Und dadurch ist der Holzwurm da mal reingegangen, aber ist jetzt wieder, er hält sich nur eine bestimmte Zeit in einem Möbelstück aus und geht wieder raus. Ja, wie gesagt, eine superschöne Uhr. Sie wollen natürlich wissen, wie teuer so eine Uhr ist. Ja, in diesem Zustand, wie sie jetzt ist, ohne dass die Glocke hier fehlt und der Zeiger fehlt, wird sie immer noch bei den Liebhabern mit Sicherheit 250 Euro bringen. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Doch. Und Sie werden die Uhr noch weiterhin da stehen lassen, wo sie jetzt steht. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Vielleicht wir sprechen mal und dann werden wir die mal richtig zum Laufen bringen. Schön. Okay? Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Bitte.